wir waren beim Home Office, jetzt sind wir mal beim Home Shopping. Viele waren ja regelrecht gezwungen, online zu shoppen während der Corona-Pandemie. Und das haben auch viele gemacht, die es vorher vielleicht noch nie gemacht haben. Und ganz ehrlich, wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich überall diese Paketzustelltransporter, die irgendwie regelrecht alles verstopfen. Ist und bleibt das jetzt die Zukunft oder wie schaut es Ihrer Meinung nach aus mit dem, ja, Geschäfte in der Innenstadt? Ja, die Antwort ist ja und nein zugleich. Also was auf jeden Fall bleibt und natürlich noch zunimmt, ist natürlich dieses Bedürfnis, das Gewöhnen an Online-Shopping und die Notwendigkeit, das natürlich physisch zuzustellen. Das ist ja eigentlich klar. Ich glaube, nach einem guten Jahr, und das dauert ja noch ein bisschen an, ist man eigentlich, auch die Leute, die vorher das nie gemacht haben, haben gemerkt, das ist ja eigentlich super interessant. Da kann man sich sogar die Nahrungsmittel kommen lassen in der Quarantäne. Muss man ja gar. Also, dass diese Dinge kommen. Und was man von dieser Funktionalität, die sich verändert, aber unterscheiden muss, ist ja eigentlich der Raum, in dem das passiert. Und da sieht man natürlich heute, dass die Dominanz im Straßenraum natürlich dem motorisierten Individualverkehr gegeben ist. Zusätzlich ist der Straßenraum auch noch vollständig belegt mit stehendem Verkehr, also ruhendem Verkehr. Und zum Beispiel da, wo ich wohne, da kann in dem Moment, wo ein Lieferfahrzeug dann anhält, kann auch niemand mehr vorbeifahren, weil die Straße ist schon voll. Aber in dem Moment eigentlich ausschließlich mit stehenden Fahrzeugen. Und die Straßen war ursprünglich mal für fahrende Fahrzeuge gedacht. Also da sieht man eigentlich an dieser quasi Zuspitzung schon, dass da irgendwas nicht richtig ist. Also der Trend geht ganz eindeutig ins Online-Shopping, aber wie wir das straßenräumlich und stadträumlich in der ganzen Logistikkette in Zukunft abwickeln, das ist eines der ganz, ganz großen Themen und eine der großen Herausforderungen. Und da wird es in Zukunft noch viel spannendere Zusammenarbeitsformen geben mit dem, was wir als öffentlichen Verkehr bezeichnen, mit dem, was wir als privaten Logistikverkehr bis hin zu privaten PKWs, die unter Umständen auch Dinge transportieren von kleinen Strecken, um sozusagen diese Feinverteilung im Huckepack-Verfahren quasi zu befördern. Ich glaube, da stehen wir erst total am Anfang. Und diese Art von Verstopfung, ja, der Straßenräume, von der Sie sprechen, Frau Schneider, ist ja nur eigentlich ein sehr schönes Beispiel, dass es so in die Richtung nicht weitergeht. Die Funktion Online, Tag- und Nacht-Delivery und so weiter, das wird eigentlich zunehmen. Jetzt auf der anderen Seite muss man ja daraus nicht schließen, dass der sogenannte stationäre Handel zum Untergang verdammt ist. Das hat ja damit nicht direkt was zu tun. Sondern ich glaube eher, dass jene, die vorher schon agil waren und innovativ und sich um die Kunden und Kundinnen gekümmert haben, die werden auch in Zukunft eine Chance haben. Weil je mehr wir eigentlich digital und online arbeiten, desto mehr schätzen wir diesen Unterschied, sozusagen wieder mit einem Mensch zu tun haben, aber der mich kennt. Der versteht, dass ich, Alain Tierstein, jenes und dieses schon gemacht habe. Ich habe diese Bedürfnisse und werde dann beraten. Und ich kriege eben das, was ich zum Beispiel zu Hause in einer Holographie schon angeguckt habe, das kriege ich dann sozusagen vor Ort nochmal haptisch auch vorgeführt. Und diese Dinge werden eigentlich stärker zunehmen. Also es ist eher eine Komplementarität zwischen dem digitalen Onlinehandel und dem stationären physischen Handel, aber eben auf einer vielleicht wirklich erweiterten Qualitätsstufe. Du musst deinen Kunden kennen, du musst gute Servicequalität haben, Aufmerksamkeit. Das sind alles die Dinge, die zwar irgendwie uralt klingen, ja, aber das sind auch gleichzeitig die Geheimnisse der Zukunft. Jetzt, das Entscheidende ist natürlich für die inneren Städte, aber auch die Subzentren in den großen Städten, also die kleinen Quartierzentren und so weiter. Wie schaffen wir diese Transition? Und natürlich in diesen Übergangssituationen gibt es erstmal immer
eine beträchtliche Anzahl von Opfern, die das irgendwie nicht hinkriegen. Und da, glaube ich, sind vor allem auch die größeren Verbände extrem gefordert, für ihre kleineren Mitglieder einfach auch Beispiele anzustoßen, Lerngruppen zu schaffen, zu zeigen, wie man aus anderen Erfahrungen an anderen Städten oder Ländern schon lernen kann und auch Mut zu machen, hier mehr zu machen. Aber es geht nicht über den Preis, es geht über die Qualität. Ich persönlich könnte mir ja auch schön vorstellen, dass mir eine Drohne auf dem Weg zur Arbeit meinen Kaffee liefert oder auch mal Ja, Frau Klamotten. Schneider, das wird sicherlich möglich sein, wenn Sie die einzige Frau Schneider sind in ganz München oder in ganz Berlin. Aber das wird leider nicht der Fall sein. Vergessen Sie das mit diesen Drohnen in den Städten. Wir haben keinen Echt? Platz. Es gibt überhaupt keine Chance, mit diesen Drohnen irgendwas zu machen im größeren Stil. Und ich glaube, es gibt auch die ganzen Fischereiverbände werden wieder aufblühen und vor allem die Jagdvereine werden wieder gewinnen, weil viele Menschen werden sich diese kleinen Jagdgewehre kaufen, die so kleine Netze abwerfen und diese Drohnen runterholen. Also wenn wir über Akzeptanzprobleme nachdenken, dann können Sie das Beispiel Drohnen aufführen und da sind wir sofort am Ende der Diskussion. Diese Drohnen werden nur für ganz spezifische Situationen einen Mehrwert leisten, in Katastrophen, in Noteinsatzsituationen, bei Überschwemmungen, in medizinischen Notfällen und so weiter. Aber als Versorgungsalternative, wir haben den Raum, der ist auf der Straße, aber der muss neu verteilt werden. Okay, war ein schlechtes Beispiel. Ich nehme nächstes für Herrn Rosenbusch. Jetzt dürfen Sie mich auch schimpfen. Also ich stelle mir jetzt vor, ich darf ja auch mal ein bisschen Science-Fiction spielen, ne? Dafür bin ich da, obwohl so weit weg ist das nicht. Ich möchte in die Stadt, würde natürlich sehr gerne öffentlich fahren, aber ich mache es jetzt mal anders. Ich bestelle mir ein autonomes Fahrzeug, das holt mich zu Hause ab, ohne Fahrer. Ich sage das Ziel, fahre damit in die Stadt. Kommt das? Da wird ja schon fleißig geforscht, Herr Rosenbusch. Also wenn man die Automobilindustrie wirklich fragt, dann kommt das, aber bei weitem nicht in einer Zeit, wo wir damit rechnen werden. Also nicht in den nächsten 5 Jahren oder ich glaube auch nicht in den nächsten 10 Jahren, jedenfalls nicht in der Stadt. Ja, der Stadtverkehr ist, und das sehen Sie, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, mit das Komplizierteste, was es gibt auf der Welt. Und der Stadtverkehr in deutschen Städten aufgrund der Enge der Straßen noch viel mehr, als wenn Sie in Dubai sind. Also autonomes Fahren auf der Autobahn, ganz ehrlich, das funktioniert ja schon fast, wenn Sie ein modernes Auto haben, ja. Landstraße ist schon komplexer, aber in der Stadt sehe ich das lange nicht. Zumal Sie als Fußgänger den Verkehr radikal zum Erliegen bringen, weil Sie wissen ja, das Auto hält an. Das heißt, Sie halten sich an keine Ampelphase mehr. Sie laufen einfach rüber, Sie wissen ja, das Auto hält an und dann ist quasi der gesamte Verkehr vorbei. Also ich glaube, das sind Ideen, die wichtig sind, die auch kommen werden. Meines Erachtens ist das autonome Fahren für das Land das Entscheidende und zwar für die wirklich ländlichen Gebiete. Dort, also wenn man allein beim Bus und Bahn guckt, ja, wir haben einen Lokführer mit seinem Gehalt von 3.500 Euro, sage ich mal, auf 800 Fahrgäste bei der S-Bahn. Das fällt in dem Kostensatz in der Relation nicht so ins Gewicht. Aber anders auf dem Land, wo Sie quasi einen Busfahrer haben, der nur 20 Fahrgäste hat, ja, da ist quasi, die sind die Personalkosten einfach viel höher. Ich glaube und hoffe auch, ehrlich gesagt, dass das autonome Fahren gerade im Busbereich für den ländlichen Raum interessant wird, auch für Kreisstädte wie Bad Tölz zum Beispiel, wo wirklich quasi, oder in Coburg auch schon größere Städte, wo wirklich Verkehr dann so verlagert werden kann, dass auf festen Routen gefahren wird, aber in den Großstädten oder größeren Ballungsraum sehe ich das nicht. Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben funktionierende Systeme. Was wir hinkriegen müssen, ist, wenn Sie in die Stadt wollen, Sie dürfen nicht eine Stunde auf den Bus warten. Das macht kein Mensch. Ja? Wenn Sie ein Auto haben, Sie steigen raus, gehen ins Auto, fahren los. Wir brauchen, ich hatte mal mit dem Freistaat in einer Diskussion gesagt, Bayern muss das Halbstundentaktland werden. Das heißt, überall fährt ein Bus oder ein Zug innerhalb von einer halben Stunde quasi los. Und in den Ballungsraum müssen wir mindestens 15 oder noch weniger Minuten Abstand haben bis zum nächsten Bus. Wir müssen so flexibel werden wie das Auto, nicht ganz so, aber fast so flexibel werden wie das Auto. Noch ein bisschen geknüpft um das berühmte On-Demand, also den Bedarfsverkehr, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dass wir nicht mehr mit großen Bussen fahren, sondern sie auch zu Hause abholen. Aber ich glaube, wirklich autonom in der Stadt, das dauert noch ein bisschen. Jedenfalls bei uns, ja, das ist auch echt komplex, so eine Stadt in Deutschland.